Vielen Dank. Dann nochmal Entschuldigung, dass ich vorhin Mathematiker statt Mediziner gesagt habe. Das war nicht, damit habe ich quasi schon Herrn Auer im Hinterkopf gehabt, der nun auch der Direktor einer zentralen Fachbibliothek ist und jetzt so viel geballte Kompetenz zeigt bei der TIB, der dort wissenschaftlicher Direktor ist, dort seit 3 Jahren diese Tätigkeit übernimmt. Und Sie sehen schon den Titel der Folie und ich finde das ganz spannend, weil man das Wort Transformation, was für mich gefühlt an Open Access gekoppelt wurde im letzten Jahr, jetzt nochmal anders verwendet wird. Und ich freue mich drauf. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank auch für die Organisation der Veranstaltung. Finde ich ganz toll und ganz wichtig, dass wir so ein bisschen die strategische Entwicklung, die Transformation diskutieren. Und ich will vielleicht mal zum Anfang ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir uns anschauen, wie haben sich andere Informationsdomänen in den letzten 20, 30 Jahren verändert, manchmal auch nur in den letzten 10 Jahren, dann haben wir dort sehr dramatische Veränderungen gesehen. Also es gibt zum Beispiel keine Versandhauskataloge mehr, keine Straßenkarten. Es gab ganze Verlage, die sich damit beschäftigt haben, Straßenkarten zu verlegen. Telefonbücher sind fast nicht mehr existent. Auch Enzyklopädien gibt es eigentlich nur noch eine, die übrig geblieben ist, die nicht einfach nur eine Online-Version einer klassischen Enzyklopädie ist, sondern von Grund auf dieses Konzept auch neu gedacht hat. Und jetzt ist die Frage, es gibt also eine Reihe von neuen Anwendungen und wie das funktioniert, hat sich dramatisch verändert. Wir haben also ganz neue Möglichkeiten jetzt mit der Digitalisierung, mit dem Internet, diese Möglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel in Daten rein zu zoomen, viel mehr Dynamik zu haben, Daten aus verschiedenen Quellen zu vernetzen und zu integrieren. Und damit haben sich komplett neue Dienste eigentlich entwickelt. Also zum Beispiel im Bereich E-Commerce oder Navigation, Straßenkarten, Enzyklopädien, auch Kommunikation, wie wir jetzt zum Beispiel per Zoom kommunizieren. Ja, das sind ganz neue Möglichkeiten, die zum Beispiel Telefonbücher obsolet auch gemacht haben. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie ist das in den Wissenschaften? Wie hat sich die wissenschaftliche Kommunikation verändert in den letzten Jahrhunderten? Und da ist die Veränderung eigentlich relativ minimal. Ja, wir haben statische wissenschaftliche Publikationen im 17. Jahrhundert gehabt und wir arbeiten heute als Wissenschaftler noch damit. Und wir haben die als PDF jetzt, wir können die übers Internet zugänglich machen, per E-Mail verschicken. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie müssten eine Straßenkarte als PDF-Scan heute benutzen, um von A nach B zu navigieren. Oder einen PDF-Scan einer Enzyklopädie. Oder Sie müssten in einem Scan eines Versandhauskataloges per PDF Produkte bestellen. Das würde heutzutage niemand machen. Wir Wissenschaftler arbeiten aber mit solchen antiquierten Werkzeugen. Und daraus ergeben sich eine Reihe von großen Problemen für die Wissenschaft, die wir aktuell sehen. Wir nutzen also die Digitalisierung nicht konsequent genug. Wir haben kommerzielle Akteure, die auch so Monopolisierungsbestrebungen haben. Wir haben eine Reproduzierbarkeitskrise in der Wissenschaft. Viele Experimente sind nicht oder nur sehr schwer mit großem Aufwand nachvollziehbar. In dem Zusammenhang ist natürlich der Fokus auf Forschungsdaten sehr begrüßenswert, aber das ist auch nur ein Aspekt. Wir haben ein gigantisches Wachstum an Publikationen und das merken wir auch als Bibliotheken. Wir können gar nicht mehr alle Publikationen selbst in einem begrenzten Bereich anschaffen und organisieren und verarbeiten. Und damit gehen natürlich auch große Probleme im wissenschaftlichen Prozess einher, wie zum Beispiel Peer Review, der nicht mehr adäquat ist heutzutage, weil diese Flut von Publikationen natürlich auch einhergeht mit einer sinkenden Qualität der Begutachtung, ja, und das wird ja auch hinreichend diskutiert. Also ich bin der Meinung, wir müssen dort grundsätzlich was tun und nicht an den Symptomen des wissenschaftlichen Publizierens oder auch der Informationsflüsse rumdoktern, sondern schauen, wie können wir das auf komplett neue digitale Füße stellen. Wir haben eben gerade auch bei den statischen Textpublikationen ein Mangel an Transparenz. Viel Information ist versteckt in den Texten. Die lassen sich aus verschiedenen Publikationen nicht zusammenführen. Maschinelle Lernverfahren können uns da auch nicht unterstützen, aus diesen unstrukturierten Inhalten neue Assistenzsysteme zu entwickeln.
Wir uns fehlt Identifizierbarkeit. Wir arbeiten zwar jetzt mit DOIs und mit ORCIDs, aber das ist nur so die Spitze des Eisbergs. Wir müssen eigentlich alle wissenschaftlichen Daten und Konzepte bis hin auf einen einzelnen Datensatz und ein kleines Datum identifizierbar machen und verknüpfbar machen. Wir müssen viel stärker zusammenarbeiten, so dass Wissenschaftler also nicht mehr nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Und wie können wir sowas realisieren? So eine neue Form der wissenschaftlichen Informationsaustauschs. Und unser Ansatz, den wir verfolgen, natürlich nicht nur wir, sondern auch ZBMed arbeitet in der Richtung, viele andere auch, ist Wissen und Informationen in einem Wissensgraph zu organisieren und dort also einerseits Forschungsprobleme, Definitionen, Forschungsansätze, Methoden identifizierbar zu machen und zu beschreiben, andererseits aber auch die Artefakte, wo neben Publikationen eben auch Daten, Software, Audio, Video dazugehört und dann natürlich domänenspezifische Konzepte, die in jeder Domäne anders sind. Also in der Mathematik, Definitionen, Theoreme, Beweise, in der Physik, Experimente, Daten und Modelle und so weiter und so fort. Und das alles in einem Art Wissensgraph zu verknüpfen, das ist unser Ziel und da haben wir angefangen, in der Richtung zu arbeiten. Wie kann sowas funktionieren? Ich will mal an einem ganz einfachen Beispiel das illustrieren. Im Moment haben wir, wie gesagt, PDF-Dokumente und wahrscheinlich werden wir da auch nicht so schnell von wegkommen. Aber wir wollen die anreichern zusätzlich mit einem solchen Wissensgraph. Und eine Möglichkeit ist, dass wir neben den bibliografischen Metadaten also auch Informationen zum Inhalt, zu den Methoden, zu den Forschungsdaten, zu den Konzepten anwenden. Hier ist zum Beispiel eine Publikation, die Genomschere CRISPR-Cas angewendet hat auf Lepidoptera. Das sind Schmetterlinge. Und ich würde also nicht nur die bibliografischen Metadaten beschreiben, sondern auch, welche Methode angewendet wurde, auf welchen Organismus sie angewendet wurde, wo die experimentellen Daten zu finden sind und das in so einem semantischen Wissensgraph ablegen, den Sie hier unten sehen, wo wir also semantische Verknüpfungen zwischen den Entitäten, die durch weltweit eindeutige Identifier identifiziert sind, hinterlegt sind. Und im Ergebnis können wir dann Fragen stellen und diesen Graph intuitiv explorieren. Wir können also zum Beispiel eine Frage stellen, wie vergleichen sich verschiedene Genom-Editing-Techniken und können diese Frage dann übersetzen in eine Anfragesprache an den Wissensgraph, indem wir neben Entity-Relationship-Extraction-Techniken nutzen, eine formalen Query konstruieren und dann eine Forschungsfrage also beantworten auf Basis der Informationen, die im Wissensgraph enthalten sind. Und das ist doch ein ganz anderer Ansatz als der bisher. Bisher beantworten wir eigentlich als Bibliothekare keine direkten Forschungsfragen, sondern wir helfen vielleicht, Informationen oder Publikationen zu finden, die wiederum helfen können, Forschungsfragen zu beantworten. Oft ist es aber so, dass die Antwort auf eine Frage in vielen Publikationen verteilt ist. Und das macht es sehr mühsam und aufwendig. Und das müssen wir stärker automatisieren mit so einem Wissensgraph zum Beispiel. Und im Ergebnis können wir dann so Übersichten generieren, die eben zum Beispiel tabellarisch, aber auch auf andere Weise einen ganz einfachen, intuitiven Überblick über den Stand der Forschung und Technik in einem Gebiet ermöglichen. Ja, und ich will Ihnen das mal demonstrieren, live demonstrieren. Wir haben eben dafür einen Dienst entwickelt, der nennt sich Open Research Knowledge Graph. Und ich öffne mal meinen Browser hier. Ich hoffe, Sie können den alle sehen. Sie können das auch selber nachvollziehen, indem Sie auf orkg.org gehen oder ich kann Ihnen auch im Chat hier dann nochmal den Link zu diesem konkreten Beispiel hinterlegen. Und wir haben hier mal die Publikation zur Basisinfektionsrate von Covid-19 zusammengetragen. Da gab es einen initialen Survey, da waren, glaube ich, 10 oder 12 Publikationen zu dem Thema schon mal aufgenommen. Den haben wir in den Graph überführt und haben den angereichert mit weiteren zusätzlichen Publikationen, die da auftauchten. Zum Beispiel war es eben am Anfang vor allen Dingen aus China Publikationen, die gefunden wurden. Und später hat man dann auch Singapur oder anderen aus anderen Lombardei aus Japan entsprechende Informationen bekommen zu Studien, die diese Basisinfektionsrate untersuchen, also den R0-Wert, wie sich die Infektion verbreiten würde, ohne irgendwelche epidemiologischen Gegenmaßnahmen. Und in den Publikationen, das sind Textpublikationen, jede dieser Publikationen können Sie anklicken, können dann auch den Volltext bekommen, wenn er als Open Access verfügbar ist.
sind eigentlich, um einen Überblick zu bekommen, noch relativ wenig Informationen relevant. Also was ist relevant? Wann wurde eine Studie durchgeführt? In welchem Zeitraum? In welchem Ort wurde sie durchgeführt? Wie ist die Abschätzung des R0-Werts? Das haben wir hier in der Tabelle. Wie ist das Konfidenzintervall? Also wie sicher sind sich die Wissenschaftler, dass sie da richtig liegen? Oder in welchem Bereich liegt dieser R0-Wert? Und welcher Ansatz wurde eventuell genutzt, um den zu ermitteln? Welche Methoden wurden eingesetzt? Und das sind so ein paar relativ knappe Informationen, die man in den Publikationen hat. So eine Publikation ist oft zwischen 10, 20, 30 Seiten lang. Aber diese Informationen helfen schon mal, einen Überblick zu gewinnen und auf eine schnelle Weise zu analysieren, wie ist der Stand der Wissenschaft und Technik in einem gewissen Bereich. Und der Vorteil davon, dass wir das in so einem, ich kann ja mal eine Publikation hier auch uns anschauen, zum Beispiel diese Transmission Interval Estimate Suggesting Pre-Symptomatic Spread of COVID-19, sehen wir hier, wir haben das mit der DOI verlinkt, also mit dem Document Object Identifier. Und wir haben hier zwei Contributions und jede Contribution besteht genau aus den Daten, die wir in der Übersicht auch in der Tabelle gesehen haben. Und wir können jetzt zum Beispiel wir können die auch editieren. Die Idee ist, dass diese Daten natürlich zum Teil semi-automatisch extrahiert werden, aber die Qualität wird nicht so hoch sein. Wir müssen also auch manuell bearbeiten und hier besteht die Möglichkeit, also auch alle Werte dann zu korrigieren, zu verändern und das funktioniert sehr ähnlich wie in einem Wiki. Alle Änderungen werden gespeichert und entsprechend können nachvollzogen werden, wer wann welche Änderungen durchgeführt hat. Ich kann mir auch den Ausschnitt des Graphs mal anschauen hier für diese Publikation und sehe dann eben den Graph, der aus Metadaten einerseits besteht, aber entsprechend eben auch aus den Beiträgen. Und wenn ich die hier mal erweitere, dann sehe ich entsprechend die Contribution und kann mir anschauen, was sind die Werte des Beitrags. Ich habe also einen kleinen Ausschnitt aus dem Graph hier visualisiert. Und das hilft mir natürlich noch nicht so viel. Wenn ich einen Überblick gewinnen will, würde mir bei der Basisinfektionsrate besonders also so eine Art Diagramme helfen, die das in der Übersicht darstellen. Und das sehen wir jetzt mal hier in diesem Beispiel. Ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen größer, dass Sie es besser sehen können, wo wir sehen, wie sich über die zum Beispiel Zeit die Studien entsprechend zu den Erkenntnissen gekommen sind. Wir können das als so ein Barchart repräsentieren oder am besten ist hier auch mit den Konfidenzintervallen noch eingetragen und können uns auf diese Weise dann relativ detailliert einen sehr konkreten Überblick über eine Forschungsfrage und die Ergebnisse in der Wissenschaft zu dieser Forschungsfrage verschaffen, ohne jetzt wirklich alle 30 Publikationen im Detail gelesen zu haben. Und das ist, was der Open Research Knowledge Graph ermöglicht, also solche Überblick zu generieren und dadurch also zu helfen, Wissenschaftler zu unterstützen, Antworten auf Forschungsfragen zu erhalten und natürlich eben auch die Fülle an Informationen, die in Publikationen zur Verfügung steht, besser zu organisieren, weil ich eben die Möglichkeit habe, nach bestimmten Forschungsfragen zu suchen, die Beiträge dann auch zu filtern, nach bestimmten Aspekten, was möglich ist, wenn ich so eine semantische Repräsentation in so einem Wissensgraph nutze. Ja, und damit komme ich zum Abschluss meines kurzen Impulsvortrags. Also ich denke, wir müssen als Bibliothekare tiefer gehen. Wir müssen in die wissenschaftlichen Publikationen auch mit reinschauen und dürfen nicht nur, sagen wir mal, an der bibliografischen Oberfläche bleiben. Das erfordert also viel enger, auch mit den Fachwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, die zu unterstützen, zum Beispiel selber Informationen in so einen Graph einzutragen, zu kuratieren, um damit eben Wissenschaftler zu unterstützen, einen besseren Überblick zu bekommen in ihren Fachgebieten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn vielleicht der eine oder andere Interesse hat, auch da mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sehen den Open Research Knowledge Graph jetzt nicht als nur eine Tipp-Initiative, sondern wir wollen gerne mit allen dort in so einer offenen Infrastruktur zusammenarbeiten. Und es gibt zum Beispiel jetzt schon mehrere FIDs, die auch dazu beitragen, dort einen bestimmten Teil in dem Open Research Knowledge Graph zu kuratieren für die Fachwissenschaftler in den FID-Domänen. Ja, vielen Dank soweit für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade gehört, der Rechner von Miriam Albers spielt etwas verrückt. Deswegen müssen wir jetzt hier übernehmen. Es gab eben eine Frage im Chat nach der Software von dem Wissensgrafen. Genau, also die Software, das ist natürlich eine Softwareinfrastruktur, die wir in den letzten 3 Jahren gebaut haben, die basiert auf einem Property Graph, Neo4j, wen das technisch interessiert. Es ist allerdings auch viele der semantischen Technologien, also W3C-Standards wie RDF, RDF-Schema, OWL, nutzen wir dort drin. Und es ist eine Open-Source-Software, also es kann jeder auch sich daran beteiligen. Sie ist auch so gebaut, dass sie zum Beispiel die Visualisierung, die ich gezeigt habe, diese nicht direkt in dem Wissensgraph, sondern ich kann eben Abfragen gestalten und dann eigene Visualisierungswerkzeuge nutzen oder andere. Wir haben das zum Beispiel auch mit Jupyter Notebooks integriert, mit der MyBinder-Plattform. Es interagiert mit Crossref und DOIs, mit ORCID, also eine ganz Vielzahl von Infrastrukturen, an die wir auch anknüpfen wollen und mit der wir das zusammenbringen wollen. Wunderbar, dann gab es auch noch Anmerkungen, also es gab diverse Anmerkungen, also Ihr Vortrag ist extrem gut angekommen. Vielen Dank, weil es so sehr schön anschaulich war. Genau das brauchen wir. Moment, ich glaube, Miriam, bist du wieder da? Ja, so entschuldigen Sie bitte, ich befinde mich nicht in der Metropole Köln, sondern im schönen Emsland, weil ich hier eine Kinderbetreuung habe und es ist leider eine kleine Internetdiaspora hier. Das ist etwas schwierig. Es gab einige Fragen. Die eine war zunächst, ob Sie Ihre Folien zur Verfügung stellen würden. Absolut, ja. Dann, der Chat ist jetzt weg für mich, alles was da war. Das heißt... Ich sehe den Chat, ich kann auch selber hier mal nachschauen. Vielleicht können Sie nochmal relativ hoch scrollen. Da war auf jeden Fall noch die Frage, ob es auch LOD veröffentlicht wird und ob es schon mit geisteswissenschaftlichen Daten... Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Linked Open Data, da sind wir dran. Wir haben auch einen Sparkle-Endpunkt. Das ist natürlich noch ein bisschen Work in Progress. Manche Dinge sind noch in Arbeit, aber ich denke, dass wir in den nächsten Wochen auch einen Sparkle-Endpunkt zum Beispiel haben, auch Datendumps dann als RDF und Linked Data veröffentlichen. Geisteswissenschaftlich, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da haben wir gedacht, das eignet sich dafür im Anfang nicht, haben aber in den Diskussionen gemerkt, dass das auch dort auf Zuspruch trifft. Aber wir haben noch keine Beispiele für die Geisteswissenschaften. Wir sind jetzt dabei, auch für Materialwissenschaften, für Ingenieurwissenschaften, für Mobilitätsforschung, für Chemie, welche zu realisieren. Es gibt natürlich viele aus der Informatik, wo wir uns gut auskennen. Das ist aber tatsächlich noch was, wo wir dran sind. Und wenn Sie eine Idee haben, was wir in Geisteswissenschaften machen könnten, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail, da würden wir uns sehr freuen. Wir brauchen natürlich auch diese Domänexpertise dann. Und Sozialwissenschaften ist was, wo wir auch dran arbeiten, wie wir einen Überblick über verschiedene Methoden zum Beispiel, die eingesetzt werden, kreieren können. Also es gibt viele spannende Anwendungen, glaube ich, in dem Bereich. Und es gab noch eine Frage dazu, welche Software und welche GraphDB, ich weiß nicht genau, wird... Graph-Datenbank, richtig. Das hatten wir schon. Okay, hatten wir schon, okay. Das habe ich verpasst. Es gab dann noch einen Beitrag, da haben wir intern kurz ein bisschen diskutiert, ob es wieder genau zu verstehen ist. Sonst können Sie sich gerne noch mal äußern. Und zwar ging es darum, Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Peer Review etwas ist, was nicht mehr, sagen wir mal, machbar ist. Glauben Sie denn, dass es... Also das ist denn trotzdem so eine, also was Sie machen mit dem Wissensgraph ist ja auch so eine Art Qualitätsbewertung. Ist die denn noch gefragt? Weil wenn sie für Peer Review für überflüssig gehalten wird? Nee, ich glaube Peer Review ist absolut essentiell. Das ist ein Grundpfeiler der Wissenschaft. Das Problem ist aber, dass wir Wissenschaftler zu wenig den Überblick haben, selbst in einem engen Gebiet. Und deshalb müssen wir einerseits die Autoren von Publikationen das den Peer-Reviewern erleichtern, ihr Paper zu begutachten. Und da kann zum Beispiel so eine Übersicht, wo man gegenüberstellt, wie mein Ansatz sich vergleicht mit anderen Ansätzen im Fachgebiet, sehr helfen und sehr unterstützen. Und ich denke, dass das Peer-Reviewer dann auch
sehr helfen wird. Und natürlich können die auch dann kritisch das hinterfragen, diskutieren und diese Übersicht quasi auch noch ergänzen oder erweitern. Und das ist eben was, dass so eine Übersicht ja nicht nur, die wird vielleicht einmal aus einer Autorenperspektive kreiert, aber dadurch, dass sie im Graph dynamisch ist, kann jeder eigentlich dort auch Dinge, Informationen hinzufügen, weitere Kategorisierungen, Vergleiche hinzufügen und dadurch also die Sichtweise auf den Stand der Technik eigentlich kann sich kontinuierlich weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, was absolut essentiell ist, dass wir einen besseren Überblick über den Stand der Forschung in einem Fachgebiet bekommen. Und mein Eindruck ist, und das sagen auch alle anderen Wissenschaftler, mit denen ich mich unterhalte, dass es im Moment fast unmöglich ist, Überblick zu behalten und dass wir solche strukturierten Repräsentationsformen benötigen. Super, vielen Dank.